Hallo und herzlich willkommen zum vorerst letzten Tutorial, zumindest in diesem Jahr. Hier ist wieder Marco von StageLight. Und heute möchte ich euch Ableton Link vorstellen. Ableton Link ist eine Technologie, die es ermöglicht, verschiedene elektronische Musikinstrumente, MIDI-Sequenzer, DJ-Software miteinander synchronisieren. Ableton Link wird von StageLight unterstützt und zum Beispiel auch von Traktor Pro. Und wie das zusammen funktioniert, möchte ich euch heute zeigen. In StageLight habe ich jetzt schon ein neues Setup vorbereitet. Also ihr seht, ich habe jede Menge LED-Bars und die seht ihr jetzt auch in dem Visualizer hier in Capture. Und ich habe noch drei Martin McAura, die über dem DJ hängen und quasi nach unten scheinen. So. Und ich habe mir drei Gruppen angelegt, also einmal für diese Scheinwerfer da im Hintergrund, die Scheinwerfer von oben und bei den Bars im Vordergrund habe ich zwei Gruppen. Und diese vier Gruppen, die verwende ich jetzt hier in dem Sequenzer. Also wir sehen hier, ich fade zuerst diesen Rotton ein, dann später fade ich den Blauton ein. Dann kommen die Scheinwerfer von oben, die so ein bisschen Impulse setzen. Und die Bars im Vordergrund wechseln sich immer ab zwischen diesem cyanfarbenen Licht und dem roten Licht. Um jetzt Ableton Link in StageLight nutzen zu können, muss es wie immer in den Settings aktiviert werden. Also ich aktiviere Ableton Link und hier kann ich noch weiter einwählen, ob ich eine Notification bekommen möchte, wenn ich praktisch mit einem linkfähigen Gerät verbunden bin. Und ich möchte auch Start-Stop synchronisieren. Das nützt mir jetzt bei Traktor Pro nichts, weil das von Traktor Pro nicht angeboten wird. Aber wenn man zum Beispiel direkt mit Ableton Live synchronisiert, ist diese Funktion sehr praktisch. Darum lasse ich sie jetzt einfach mal eingeschalten. So. Das gleiche tue ich in Traktor Pro. Hier gibt es ein Link-Button, den klicke ich jetzt und jetzt sehen wir auch diese Notification, sowohl in Traktor Pro wie auch in StageLight sehen wir, sind jetzt die beiden Software miteinander verbunden. Ich starte schon mal die Musik hier in Traktor Pro und werde dann gleich auch in StageLight den Sequencer starten und dann werdet ihr sehen, wie sich die Scheinwerfer passend zur Musik. Ah, eins habe ich noch vergessen. Ich muss noch mal, ich habe zwar jetzt den Master gelinkt, aber ich habe noch nicht diesen einzelnen Track hier gesynkt, dass er quasi mit in diesem Sync drin ist, weil nur dann klappt natürlich wirklich die perfekte Synchronisation zwischen der Musik und der Beleuchtung. Also starten wir jetzt den Sequencer in StageLight und ihr seht, die Musik wird passend zum Rhythmus, zum Beats synchronisiert. Also man hat jetzt nicht nur die einzelnen, die Geschwindigkeit, also die 130 BPM, sondern auch genau eben den ersten Takt, den zweiten Takt, den dritten Takt. Das wird genau synchronisiert über diesen Link und das Ergebnis seht ihr jetzt hier. So, das war's zu diesem relativ kurzen Tutorial. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt viel Freude mit Ableton Link und mit eurer DJ-Software. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte ein Like. Und bis dahin, ciao, ciao.